Hallo ihr hübschen Menschen, herzlich willkommen zu den News. Geil, dass ihr wieder mit dabei seid und wir fangen gleich mal mit meiner persönlichen Lieblingsstory der Woche an. Donald Trump und sein Wahlkampfberater Brad Parscale haben die erste Veranstaltung zu Donald Trumps Wahlkampfauftritt volle Hämme gefeiert. Die sollte nämlich in Tulsa, Oklahoma stattfinden und dafür wurden über 1 Million Tickets reserviert. Das ist in Corona-Zeiten, gerade in den USA, die das immer noch nicht vernünftig im Griff haben, absolut ohne Sinn und Verstand ist. Und dass Donald Trump nicht nur weiterhin auf die Gesundheit seiner Bevölkerung, sondern auch auf die aktuelle politische Lage scheißt, sei jetzt mal dahingestellt. Umso schöner war es dann plötzlich zu sehen, dass Donald Trump vor leeren Rängen gesprochen hat, was diesen kleinen, aufmerksamkeitsgeilen alten Bock ja mehr trifft als alles andere. Wie sich nämlich herausstellte, so zumindest Brad Parscale, also der Wahlkampfberater Trumps in Social Media, haben gewalttätige, radikale Demonstranten, ja, drunter macht man es nicht, radikale Demonstranten, den Wahlkampfauftakt aufs Fieseste sabotiert. Blöd nur und besonders peinlich und deshalb wirklich das Lustigste, was ich seit langem gelesen habe in diesen Tagen, dass es sich bei diesen radikalen Demonstranten eigentlich nur um eine Horse TikTok-User, genauer gesagt K-Pop-Fans, handelte. Eine TikTok-Userin kam nämlich auf die Idee, dass ja die Tickets für eben Donald Trumps Wahlkampfveranstaltungen, um sie möglichst voll zu machen, Medienwirksamkeit geht da ja nach wie vor über alles, kostenlos sind und sich 2 Tickets pro Handynummer reservieren lassen, die dort auf der entsprechenden Website angegeben wird. Also könnte man doch vielleicht Tickets buchen und dann einfach nicht hingehen. So einfach kann es sein. Man muss bloß ein paar politisch motivierte Trolljugendliche finden. Und wie wir alle wissen, ist das Internet nun mal voll davon. Tatsächlich wurden also um die 1 Million Tickets gebucht. Da nicht alle ins Stadion passten, wurden extra noch schön große Bildschirme und Monitore und Leinwände aufgehangen. Und ja, was soll man sagen? Pustekuchen. Keiner war da. Es war wirklich leer, bis auf die paar versprengten Trump-Befürworter, die dann hingegangen sind. Und das ist eine richtige Klatsche. Vor allem, weil das Trump-Team sich jetzt wirklich wieder hinstellt und von radikalen Demonstranten und einer Einmischung in den Wahlkampf faselt, obwohl sie von ein paar TikTok-Teens, von ein paar K-Pop-Fans getrollt worden sind. Ich persönlich muss sagen, wenn es mit so einfachen Waffen zu schlagen ist, sodass Donald Trump einfach die Lust verliert, weil seine Aufmerksamkeits- und Mediengeilheit einfach nicht mehr befriedigt werden kann, dann verschwindet diese narzisstische, postdemente, Meerschweinchen-Echthaar-tragende Runzelorange vielleicht tatsächlich freiwillig aus dem Amt. Wer weiß? Ich hoffe ja so ein bisschen, dass sich das einbürgert. Und wünsche, ich kann kaum glauben, dass ich das sage, den K-Pop-Fans da draußen und den TikTok-Usern weltweit einfach weiterhin viel Spaß beim fröhlichen Trump-Trollen. Mein persönlicher Internet- und Social-Media-Fail der letzten Tage muss einfach ganz klar an Julia Klöckner gehen. Die Weinprinzessin vom Dorfe, die jetzt plötzlich und aus Versehen Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft ist und keiner genau weiß, wie zur Hölle sie da hingekommen. Die Frau, die aussieht wie ein Schokohäschen, weil sie zu tief im Arsch von Nestlé steckt und von der Philipp Amthor hätte mit nur einem Blick auf die erste Seite ihres Notizbüchleins lernen können, wie das mit dem Lobbyismus wirklich funktioniert. Nämlich die Verbraucher komplett verarschen und einfach lügen, dass sich die Balken biegen, ohne es zu vertuschen. Das ist der Klöckner-Style. Die schrieb nämlich jetzt tatsächlich auf Twitter und ja, ich habe gecheckt, es ist nicht der Satire-Account, es ist der echte Julia-Klöckner-Account. Fleisch ist zu billig. Ramschpreise an der Theke geben nicht den Wert wieder, denn Tiere werden dafür geschlachtet. Das sollten wir uns immer bewusst machen. Kleine Schlachthöfe kennt man kaum noch vor Ort, weil die Konzentration auf wenige große zugenommen hat. Und da war auch schon die maximale Anzahl der Twitter-Zeichen, die ihr zur Verfügung standen, vorbei, denn eigentlich wollte sie an ihren Tweet noch ranhängen. Und damit habe ich alles für die Ausbeuterindustrie in diesem Land erreicht, lol. Seht ihr? Und schon wäre es ehrlich gewesen. Klöckner lügt uns also gar nicht die Hucke voll. Nein, sie lässt einfach entscheidende Punkte weg. Das ist dann der Interpretationsfreiraum für uns Deutschen, das Volk der Dichter und Denker. Ja, pass mal auf, Mädel. Das, was du da anprangerst, ist dein Werk. Das, was du da implizierst, verändern zu wollen, wäre dein Job. Leider bist du aber meiner Meinung nach dafür die falscheste Person am falschesten Ort, nämlich auf dem falschesten Posten, die es nur geben kann. Klöckner ist, um es auf den Punkt zu bringen, käuflich und das Tierwohl oder Verbraucherwohl geht ihr völlig am Arsch vorbei. Also, Punkt, aus, Ende, Mic drop. Uah, fast kaputt gemacht.
Was zur Hölle ist in Stutti los? In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat die Polizei einen 17-Jährigen kontrolliert, weil sie vermuteten, dass er vielleicht Drogen bei sich hatte. Dabei solidarisierten sich plötzlich einige Menschen mit dem 17-Jährigen und gingen mit immer ansteigender Aggressivität gegen die Polizeibeamten vor. Diese wiederum bemühten sich um Verstärkung, was wiederum dafür sorgte, dass exponentiell mehr Leute sich gegen die Polizei stellten. Was dann wiederum dafür sorgte, dass die Polizei mehr Leute rangeholt hat, wiederum mehr Leute sich gegen die Polizei stellten, das Ganze ein riesiger Tumult wurde, die Polizei immer härter vorgehen musste und plötzlich Schnitt, Chaos, The Purge. Die Situation ist völlig eskaliert. Ein marodierender Mob aus völlig willkürlich zusammengewürfelten Menschen prescht durch die Stuttgarter Innenstadt, reißt alles ab, ein und an sich, was nicht niet- und nagelfest ist, wütet da brandschatzend durch die Ladenstraßen, schmeißt Scheiben ein, tritt ganze Läden zu Klump, klaut alles. Wie gesagt, Szenen, die man so nur aus den aktuellen amerikanischen Medien oder aber aus The Fucking Purge kennt. Aktuell ist die Ursachenforschung das wohl wichtigste und absurd spannendste, denn eine gemeinsame Motivation, nämlich irgendeine Art Aggression, die politisch gerichtet ist, lässt sich einfach nicht feststellen. Die Situation ist hochgekocht und plötzlich boom. Ich persönlich kann mir das Ganze tatsächlich nur so erklären, dass die aktuelle Debatte weltweit, gerade in den USA, was eben die Polizeigewalt, Polizeiarbeit an sich angeht, die auch hier in Deutschland zurzeit massiv stark geführt wird, dafür gesorgt hat, dass es plötzlich bei vielen Leuten irgendwo gesnappt hat und die Assoziationskette war nur noch: Polizei vergreift sich an 17-Jährige, Polizei gleich böse, Ausrastung! Denn so ein Gewaltausbruch ohne vorherige, in Anführungsstrichen, Absprache oder Organisation oder Demonstration, das ist sogar für das Jahr 2020 neu. Und ich dachte, wir hätten echt nicht alles, aber vieles gesehen dieses Jahr. Eine Art Massenhysterie, die hunderte Leute erfasst. Heilige Scheiße, ich hoffe, das macht nicht Schule in anderen Städten. Ich habe an der Stelle jetzt erstmal genug rumgeschnackt. Es wird Zeit, dass ihr mal in den Kommentaren diskutiert oder mich aufklärt, falls ihr in Stuttgart wart oder sogar dabei wart. Ja, nutzt die Anonymität hier. Also, warum glaubt ihr, ist es so weit gekommen? Was ist da passiert? Eure Mutmaßungen, eure Theorien dazu einfach mal in die Kommentare. Ich bin super gespannt und vor allem interessiert mich auch, was ihr davon haltet. Also, lasst die Tasten glühen, ich brauche was zu lesen. Dass Menschen oder Organisationen oder auch Firmen beispielsweise gegen andere Menschen vorgehen, wenn diese sie beleidigen, das ist gang und gäbe und gutes Recht des Beleidigten. Dass sich allerdings auch Politiker da einmischen wollen und dann auch noch gegen eine Journalistin und da Strafanzeige erstatten möchten, das ist neu und das ist ziemlich gefährlich. Aber fangen wir erstmal von vorne an. Eine Kolumnistin der Taz, einer linken Wochenzeitung, hat sich in ihrer Kolumne damit beschäftigt, was so die Alternativen für Polizisten wären, wenn man die Polizei in Deutschland einfach abschaffen würde. Gut, dass das an und für sich ziemlicher Quatsch ist, sei jetzt mal dahingestellt, aber eine Kolumne ist ja nun mal der Ausdruck der eigenen Meinung. Dass besagte Kolumnistin dann auch noch schreibt, dass es eigentlich nur eine Alternative für Ex-Polizisten, die ja dann arbeitslos sind, gibt, nämlich die Mülldeponie, wo sie sich unter ihresgleichen ja am wohlsten fühlen würden, das ist ziemlich daneben. Und ja, obwohl es die Äußerung der eigenen und der eigenen freien Meinung einer Kolumnistin ist, beleidigt sie damit, mutmaßlich aufgrund eigener schlechter Erfahrungen, einen kompletten Berufsstand und einfach alle Polizisten hier in diesem Land. Und ja, es ist nun mal eine verkappte Beleidigung, also könnten Polizisten rechtlich dagegen vorgehen. Und das tun sie auch. Die Polizeigewerkschaft beispielsweise möchte Strafanzeige stellen. Ihr gutes Recht. Nun hat sich allerdings Horst Seehofer gedacht, haha, Kamikaze! Und ebenfalls angekündigt, heute, in dem Moment, wo ich das Video aufnehme, ist noch nichts passiert, Strafanzeige zu stellen. Obwohl ihn das Thema primär nicht betrifft. Der Artikel ist geschmacklos. Ja, er beleidigt einen ganzen Berufsstand und das nicht zu Recht. Ja, auch richtig. Aber dennoch, Horst Seehofer ist nicht Teil dieser Beleidigung. Und Beleidigung ist ein Antragsdelikt. Das heißt, der Geschädigte hat anzuzeigen. Horst Seehofer tut ja also was? Richtig, er macht Stimmung. Stimmung gegen eine Journalistin und seine CSU geht sogar noch weiter und beleidigt genauso verkappt einfach zurück. So betitelt die CSU in den sozialen Medien recht clever nicht nur die linke, politisch linksgerichtete Seite, sondern ziemlich spitzfindig in diesem Zusammenhang auch die Verfasserin der Kolumne als die hässliche Fratze der Linken in Deutschland. Dass eine Partei so etwas äußert und damit direkt
gegen journalistische Arbeit vorgeht und auch, dass Seehofer als Minister damit droht, einer Journalistin anzuzeigen, weil sie etwas geschrieben hat, das ihn zwar nicht direkt betrifft, ihm aber nicht passt, das ist ein gefährlicher Eingriff nicht nur in die Pressefreiheit, in die Meinungsfreiheit, obwohl der Punkt ist, wie gesagt, streitbar, darüber müssen Gerichte entscheiden, sondern es ist vor allem ein gefährlicher Eingriff in die Debattenkultur. Zukünftig könnten Journalisten deshalb nämlich befürchten, dass wenn sie einen kritischen Beitrag über systemrelevante Organe, seien es jetzt zum Beispiel Beamte beim Arbeitsamt, Jobcenter, Finanzamt oder eben auch Polizeibeamte, was weiß ich, sich dann massiv negativ über diese auslassen, beziehungsweise versuchen Missstände aufzudecken und das gefällt irgendeinem damit in Zusammenhang stehenden Politiker nicht, könnte dieser dann wiederum auch neue Strafanzeige erstatten, das Ganze irgendwo groß ausschlachten, dann wird das medial ausgewertet und so bekommen die Leute nun mal Angst davor, frei zu schreiben. Das darf nicht passieren. Dieser Eingriff in, wie gesagt, die journalistische Debattenkultur, der gehört untersagt. Da sollte einer dem Opa Seehofer wirklich mal sagen, pass mal auf, guck mal, nimm den Mann mal an die Schulter und sag, ey, komm, du bist jetzt auch wirklich schon steinalt, heute, komm, es reicht, nimm deine Tabletten und dann ab ins Bett, ne? Genau, komm mal mit. Seehofer, tu uns doch einfach einen Gefallen und geh in Rente. Du musst doch nicht mehr arbeiten. Ich weiß, dir macht das Spaß, aber versuch was anderes. Golfen, Fischen oder geh deinen Enkeln so krass auf den Sack. Aber nicht allen Deutschen. Bis dahin, ich hoffe, euer Tag verläuft heute noch glimpflich. Bleibt mir gesund. Behaltet den R-Wert im Auge, Freunde. Und haltet die Ohren steif. Community High Five in 3. Vielen lieben Dank für all euren Support. 2. Ich freue mich über jeden Kommentar und jeden Daumen hoch. 1. Ist jetzt immer noch Elbow-Check oder winken? Komm, wir winken erst und dann machen wir so. Boom! Macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal. Freue mich auf euch. Oh, ich hab gezwinkert am Ende. Zerreulich! Was ist los mit mir? Jetzt geht's allerdings erstmal los. Und dafür brauchen wir natürlich Joghurt. Und wie der Franzose sagt, Jaurt! Geben wir erstmal so. Jeweils. Sagen die das echt? Ja, das ist das französische Wort für Joghurt. Jaurt? Jaurt. Kann ich ja auch nichts für, Olli. So.